Alexander, hallo, heute will ich mich mal die Argosinen, die hier zeigen, diese Pillendinger da drin. Ah, ich hatte nämlich so einen scheiß Erkältungskram, Kattreck da gehabt und sowas. Müsst ihr einfach aufpassen, das ist so ein, ihr seht, ich habe die versucht zu schlucken. Ihr müsst auch, da ist noch eine übrig hier drin, ja genau. Ihr müsst die halt wirklich alle paar Stunden nehmen, die sind so bräunlich halt hier drin. Genau, hier ist noch eine. Die sind so bräunlich halt hier drauf und da ist so ein Meerrettich-Wurzelpulver drin, also recht viel, sogar 50 Gramm. Aber das brennt ganz schön. Ich hatte den Doc gefragt, ob das so ist und sagte, ja, das brennt ganz schön. Probiert's aus, ob es euch hilft. Ich fand es jetzt gegen diese Halsschmerzen, Kram bedingt wirkungsvoll, ob es geholfen hat oder nicht und sowas. Probiert es mal aus. Ich habe noch eine Packung, die kann ich mir mal in die Reserve reinlegen. Wie lange die auch noch hält, die Randpackung und sonst den Kram da. Wie lange hält die denn da so? Oh Gott, ein paar Jahre, drei Jahre, wenn ich mir die Schrank reinlege. Ich sag mal so, als erste Hilfe sowas vielleicht ganz gut. Probiert es aus. Ich habe anderer Kram in den letzten Jahren reingepfiffen, was ziemlich cool war. Ich weiß, diese Eukalyptuspillen, da müsst ihr mal im anderen Video gucken, die waren ganz cool. Das ist so ein bisschen, naja, vielleicht funktioniert es bei euch. So, ich habe noch ein bisschen anderer Kram für euch, den ich auch jetzt mal fortgehen will.